her. Gameplays als Hobby. Und hiermit herzlich willkommen zu einem neuen Kanalvideo. Hey, wir haben 10.000 Besucher. Unfassbar. Wer hätte das gedacht? Zumindest 10.000 Mal wurde meine Kanalseite angeklickt und eventuell auch was geguckt. ich hoffe natürlich, dass natürlich auch was geguckt wurde. Und da hatte ich gedacht, jetzt wird es, also bei 10.000, da wird es auf jeden Fall wieder Zeit für ein weiteres Kanalvideo. Und ja, hier bin ich, ne? Also so wie ihr mich halt eben kennt, auch beim Zocken, hier am PC mit diesen Kopfhörern und meinem wunderschönen Mikrofon, was ihr aber allerdings nicht sieht in dem Video, sehe ich gerade. Und ja, ich will euch einfach nur mal Danke sagen für die schönen Klicks und eventuell auch die paar Daumen nach oben. Viele sind es jetzt natürlich nicht. Aber immerhin ein paar habe ich bekommen. Ich habe jetzt auch über diesen, ich glaube, mein letztes Kanalvideo, bei was habe ich es, war 7.000 Klicks, glaube ich, ne? Während in 3.000 habe ich jetzt in der letzten Zeit sogar einige neue Abonnenten dazu bekommen. Das finde ich cool. Dankeschön. Danke an euch da draußen, die mich abonniert haben. Jetzt habe ich mittlerweile 25 Abonnenten. Beim letzten Kanalvideo hatte ich, glaube ich, nur 12. Und das ist natürlich eine gute Steigerung, finde ich. Also das hat sich echt gelohnt. Und ich hoffe natürlich, dass es nach weiterhin so gut läuft. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und jeder, der hier bei mir mal rumguckt, den gefällt es hoffentlich auch, was ich mache. Und bleibt dann auch bei mir. Und guckt regelmäßig meine Videos, meine Gameplays. Ich kann es natürlich nicht jedem recht machen, das ist klar. Momentan geht es vielleicht noch, bei manchen Wünschen irgendwie Rücksicht drauf zu nehmen. Das haben ja manche Zuschauer von euch schon gemerkt. Und ja, jetzt wollte ich einfach nur noch mal so ein bisschen zeigen, was für Spiele eigentlich, ja, so eigentlich top gesucht werden bei mir, geguckt werden. Das ist natürlich unter einem, na gut, eigentlich auch wiederum nicht. Das ist aber eins der letzten Spiele, die ich jetzt komplett gemacht habe, nämlich God of War. Das ist einfach ein klasse Spiel. Es fängt echt traurig an, wie man hier jetzt schon zum Beispiel sieht. Und weiß nicht. Also es ist schon emotional, die Story. Wenn man sich das mal so anguckt, also wenn die eigene Frau gestorben ist. Ein Hammerspiel. Und sowas von natürlich so einem Haut drauf wie nichts Gott, ja. Also nicht schlecht. Ich habe jetzt hier zumindest mal ein paar Szenen zusammengeschnitten von den einzelnen Spielen. Die können wir uns dann natürlich noch ein bisschen angucken. Vielleicht sage ich auch noch mal ein bisschen was dazu. Aber das ist jetzt einfach so, ich sag jetzt mal, so ein kleines Highlight von den letzten 2000 Besuchen auf meiner Kanalseite, was ich da in der Zeit so aufgenommen habe oder gemacht hatte. Und da gibt es so ein bisschen Höhepunkte und Tiefpunkte von diesen Videos. Wie hier halt ja zum Beispiel, ich sag jetzt mal, die Art Trauerfeier, die Verbrennung seiner Frau, die verstorben ist, was natürlich, finde ich persönlich, wie gesagt, sehr traurig ist. Aber dann gibt es natürlich auch wieder ganz andere Szenen, wie halt eben zum Beispiel, ja, hier ist so ein Rumgekämpfe, wenn man dann so solche Nebel da gefunden hatte und musste die schließen, das hatte man nicht immer leicht. Aber mit gewissen Fähigkeiten ging es dann doch ganz gut. Und man konnte dann doch ganz gut besiegen. Kommt man immer stolzer, wenn man so einen Nebelriss geschlossen hatte. Weltenriss, ich sag immer Nebelriss. Was soll das aussehen, wie so ein kleines Nebel, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Aber auch die einzelnen Filmszenen, die sind einfach klasse. Und eine miese Wendung gibt's natürlich auch ab und zu. Wie hier jetzt leider zum Beispiel. Wenn natürlich Kinder trotzig werden. Ist natürlich echt mies, wenn das eigene Kind gegen den eigenen Vater dann plötzlich handelt. Das ist dann schon ziemlich heftig. Also wie gesagt, in diesem Spiel gibt es auch Höhepunkte und Tiefpunkte in der Story. Emotionale zumindest. Ist einfach klasse gemacht, das Spiel. Ist ein wunderbares Spiel. Nur leider geht die Story ziemlich schnell zu Ende. Aber nichtsdestotrotz, einfach diese einzelnen Kämpfe, gibt es auch große Abwechslung, was heißt große Abwechslung, okay. Aber entweder kämpfen auch mit den Äxten oder sowas, oder mit den Fäusten,
Und dann gibt's manchmal auch solche Szenen hier, wo man dann eigentlich nur mit den Fäusten kämpft, weil, ja gut, das ist wieder was ganz anderes als mitten im Spiel, die Kämpfe. Das ist so ein Szenenkampf einfach. Es ist cool gemacht, haben die echt klasse sich einfallen lassen. Komm mal ein bisschen drauf. Und das macht dann auch eigentlich mega Spaß. Bis auf sowas hier zum Beispiel. So, die Valkyren, das sind einen der schwierigsten Gegner in diesem Spiel. Und dann hier natürlich dann zum Schluss diese Valkyrenkönigin. Also die, hier gibt es manchmal Szenen, die können dann echt den letzten Nerv rauben. Mir persönlich hat es aber mega Spaß gemacht und ich hab's versucht bis zum Ende. Bis ich es dann geschafft hatte. Jawohl. Und wie man mich auch hört, ich freue mich mega. Das war ein mega Erfolgserlebnis. Doch irgendwie, wie ich das dann zu Ende hatte, war ich dann doch irgendwie traurig. Weil es hat gerade so einen Spaß gemacht, gegen die zu kämpfen. Und es hätte ich am liebsten noch länger gemacht. Aber dann auch wieder so Szenen wie hier. Frag mich, wo der Kopf die Luft herholt zum Pusten. Ja gut, so Sachen frage ich mich dann natürlich auch immer wieder in dem Spiel, ist klar. Aber allein auch diese riesigen Weltenschlange, es ist einfach geil gemacht und inszeniert. Ich habe manchmal hat man echt gedacht, man ist so in einem Film drin, was man da so sieht. Und es hört sich einfach wunderbar an. Oh ja. Auf jeden Fall ein geiles Spiel. Und natürlich zum Schluss legt man sich immer schlafen. Einfach mal die Axt loslassen. Dass du selbst sowas Lustiges reinpacken. Ich finde das einfach cool. Generell die Sprüche in dem Spiel, die sind manchmal echt hin. Einfach nur geil. Die wollte ich eigentlich mal alle rausfiltern, aber gut. Aber so schön wie das Spiel auch ist. Dieses Ende. Spoiler, Achtung! Schnell ausmachen, falls ihr es nicht wissen wollt. Ja, dieses Ende, das sagt eigentlich einfach nur aus, es muss weitergehen. Oh oh. Es ist so ein geiles Spiel und es endet. Das kenne ich gar nicht. Mit Welten, die man nicht betreten konnte und diesen Abspann. Das kann einfach nur sagen, es muss weitergehen. Auf jeden Fall. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei, wenn dann das Neue rauskommt. Und somit kommen wir jetzt zum nächsten Spiel, nämlich Hellblade. Das ist auch ein geiles Spiel gewesen. Da spielt man eine keltische Kriegerin oder eine Piktenkriegerin, wie man in den Zusatzvideos sehen kann. Und sie hat Psychosen, ganz mehrere verschiedene Psychosen hat sie. Wie hier zum Beispiel direkt am Anfang, da kriegt man direkt witziert. Mehrere Stimmen im Kopf. Und es geht halt eben um die Geschichte dieser Senua. Sie will ihren toten Freund, Geliebten, wieder aus dem Totenreich, aus Helheim, wie man hier schon wieder sehen kann. Aus Helheim, ganz da hinten, sieht aus wie ein Riesenadlerkopf. Keine Ahnung, da sollen wir ihren Geliebten irgendwie die Seele befreien. Das hatten wir uns so zur Aufgabe gesetzt in dem Spiel. Es ist kein Actionspiel. Wie man sieht, es geht relativ langsam voran. Und aber es ist wunderbar erarbeitet. Es sieht schön aus. Es ist eine wunderbare Grafik. Und nebenbei hat man hier noch so ein bisschen Zusatz, wie hier diese Runensteine finden. Die erzählen dann noch einige nordische Sagen bzw. Geschichten. Ob sie stimmen, weiß ich jetzt nicht so recht. Aber es ist eine nette Sache nebenbei und da kriegt man ein bisschen mehr mit von der Geschichte. Ist ganz praktisch, ist cool. Nur eine hatte ich davon leider auch nicht gefunden. Und die eine Einbildung, die uns überhin verfolgt, ist die Finsternis. Sie will uns kleinkriegen, die Finsternis. Was auch immer, die Finsternis verkörpert für sie. Das erfährt ihr dann im Laufe des Spiels. Ich will euch natürlich auch nicht zu viel verraten oder zeigen. Also wie gesagt, wenn ihr auch nicht zu viel sehen wollt, einfach abschalten leider. Und gebt mir trotzdem Daumen nach oben. Aber es spoilert natürlich auch so ein bisschen.
Aber wie gesagt, ihr könnt dann natürlich gucken, um mehr zu erfahren. Ich kann es euch nur empfehlen, denn das Spiel war richtig klasse. Das habe ich auch schwer durchgespielt. Ist ein geiles Spiel gewesen. Also es hat mich richtig gezogen und mitgenommen. Auch eine sehr interessante Geschichte. Auch ganz interessant, diese Fäulnis, die sich da in der Hand jetzt ausbreitet. Das ist echt mies. Je öfter man stirbt, desto mehr breitet sich die Fäulnis aus. Und wenn ihr den Kopf erreicht, musst du das Spiel von vorne beginnen. Die Information kriegt man da dann noch dazu. Also das ist nicht so ohne. Und ich habe es auch schwer gespielt. Aber ich habe es geschafft. Auch wenn die Fäulnis ganz schön weit kam. Aber ich musste nicht nochmal von vorne anfangen. War cool. Also interessant klingt es ja schon. Wie gesagt, ich war... Und dann diese zerstörte Gegend. Also, gab's die wirklich? Und dann zum plötzlichen Kontrast, das ist so hammergeil gemacht. Also, was dummerweise auch zu einer Psychose zählt. Also, ich weiß nicht, ich war hin und weg davon, das hat mich richtig mitgenommen. Wie gesagt, diese zerstörte Welt, nur Tote und diese Finsternis. Und dann plötzlich sowas. So sieht es auf jeden Fall schön aus. Dazu kann ich nicht viel sagen, außer das, was ich da schon sage. Es ist einfach traumhaft. Also, totaler Kontrast zu dem, was das Spiel sonst noch so bietet und hat. Nein, die Musik, das ist schon schön. Könnte man träumen. Und dann am Ende da davon ein kleines Gespräch mit ihrem damaligen Geliebten. What's your name? Was das Ganze noch trauriger gestaltet. Senua. I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh. Senua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? Auf jeden Fall ist sie sehr schüchtern. No one. Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior. Als wäre ab da, also finde ich, nicht mitfühlen kann bei dem Spiel mit dem Charakter, das verstehe ich dann nicht so ganz. Also ich war da echt vertieft dann plötzlich da drin, ab dieser Stelle auf jeden Fall. Bring your sword. Es war ein klasse Spiel, es hat einen richtig, also mich hat es richtig mitgerissen. Und dann kommt man da plötzlich wieder in diese, ich sag jetzt mal, Finsternis, Dunkelheit. Das ist echt heftig, also dieser Wechsel da davon. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch das Spiel an oder noch besser, kauft es euch und spielt es. Wenn es geht, auf Kopfhörer. Das wird auch empfohlen, ganz am Anfang vom Spiel selber. But her world changed the day the Northman took him from her. Ich weiß nicht, was man da noch so zu sagen kann, weil es ist eine Krankheit von ihr. Es ist die ganze Psychose, es ist eine psychische Krankheit. Und doch hat mich das komplett fasziniert über das ganze Spiel. Also das ganze Spiel über, so. So gesehen hat mich die Krankheit fasziniert. Und dann gibt es natürlich trotzdem noch Kämpfe. Die haben sie so geil hingekriegt. Plus diesen Soundtrack mit dazu, das sage ich da bestimmt auch gleich nochmal. Es ist einfach klasse gemacht. Ist jetzt nicht so actionreich wie bei God of War, aber es ist einfach klasse hingekriegt. Geil, ey. Hammergeil. Und ich war sehr fasziniert von der. Da haben die sich wirklich was einfallen lassen bei dem Spiel. Who is it? Galina. Steh auf! Und dann nach endloser Dunkelheit und Finsternis. Also man denkt ja nicht, dass man unbedingt mit solchen Kreaturen noch zu kämpfen hat. Also wenn man das ganze Spiel überspielt, man kommt an diese Stelle, dann denkt man sich, what the fuck? Sowas soll ich jetzt besiegen? Wie soll das funktionieren?
Also, es war echt heftig. Hilfe. Es war ein cooles Spiel. Also man hätte niemals gedacht, dass man wirklich auch gegen solche Kreaturen kämpfen muss. Aber es war geil, es hat auch Spaß gemacht. Es war cool. Und ich konnte es auch nicht glauben während der Aufnahme. Wenn ihr aber sehen wollt, wie es ausgeht, müsst ihr schon mein Gameplay gucken. Und ich hoffe, da sehen wir uns dann auf jeden Fall auch wieder. Okay. Dann würde ich mal sagen, kommen wir nun zu einem weiteren Spiel. Ups. Nämlich Pokémon Tekken DX für die Nintendo Switch. Ein wirklich geiles Spiel. Das Spiel mitsamt sogar den meisten Klicks würde ich... Na gut, okay. Nicht die meisten Klicks, aber momentan das Spiel, was mir die meisten Abonnenten besorgt hat. Zumindest die letzten 13 oder 12, je nachdem. Wie gesagt, früher vor den 10.000 Klicks, bei 7.000 hatte ich ja nur so 12, 13 Abonnenten und die restlichen, die alle neu dazu kamen, kamen hauptsächlich wegen diesem Spiel zu mir auf die Seite. Und das ist natürlich ein reines Kampfspiel, klar, natürlich Online-Spiel. Story ist ganz nett, aber online ist es der einfach Wahnsinnsspiel. Es macht mega Spaß. Auch wenn ich jetzt nicht allzu gut bin und ständig auch immer wieder verliere, hauptsächlich eigentlich. Aber hier sieht man natürlich jetzt auch mal ein paar Charaktere, die ich momentan zuletzt zumindest mal gespielt habe. Und mit denen ich ein paar Siege eingehamst habe. Es kann richtig actionreich werden und spannend sogar auch noch mit dazu. Es ist einfach ein geiles Spiel. Aber am liebsten, ihr kennt es ja schon, spiele ich logischerweise den Knackrack. Ihn hier. Der ist einfach nur mächtig stark und auch relativ schnell ist er jetzt nicht, aber ist jetzt auch nicht so langsam wie manch anderer starker Kämpfer. Und das ist einfach mein Lieblings- Pokémon hier bei diesem Spiel. Mit dem bin ich echt am besten. Aber damit es natürlich auch nicht allzu langweilig wird für euch, tue ich dann halt eben dann doch ein bisschen die Pokémon immer wieder mal rotieren und wechseln, mit die ich dann spiele. Wie zum Beispiel auch mit Rutena. Genau, das ist die kleine Füchsin, die ich auch sehr gerne spiele. Mit der bin ich eigentlich auch nicht so schlecht. Aber gut. Am liebsten seht ihr ja dann doch lieber Gengar oder sowas. Habt ihr deswegen Spiele stehen, logischerweise dann auch ab und zu. Aber ja, astreines Spiel. Gibt sich viel zu sagen. Eigentlich ein reines Online-Spiel, weil Story, wie gesagt, nicht so gut. Aber macht auch ganz Spaß, aber geht auch schnell vorbei. Nicht. Kann schon ziemlich schwer werden. Aber ist ganz nett. Aber mal eher doch Online-Match. Das ist so das der wahre Kern dieses Spiels und auch am besten eigentlich. Okay. Also, kommen wir noch zum... Ich glaube, ein Spiel haben wir noch. Zu denen kommen wir jetzt noch. Das habe ich ganz neu angefangen. Mal schauen, wie das dann laufen wird. Und ja. Zwar ist es Mario Tennis Aces. Ich habe leider nur noch dieses eine Video auf dem PC. Die restliche habe ich logischerweise schon gelöscht, nachdem ich sie hochgeladen hatte auf YouTube. Und nochmal neu runterladen von YouTube ging nicht, weil die geschützt sind durch Nintendo. Ja gut, okay. Also dieses eine Video hatte ich noch auf dem PC, von daher seht ihr leider das. Es ist, wie ihr seht, ein reines Tennisspiel, aber mit Mario-Helden, also Super Mario, Peach, Bowser und Blooper, diese komische Krankenviechter. So ist gut. Keine Ahnung. Und viele weitere. Und das hier ist gerade zwar die Story, die ist jetzt relativ lau und langweilig, aber immerhin hat man zur Abwechslung auch mal solche Spezialschläge hier. Das bringt dann natürlich nochmal ein bisschen Action mit rein. Und in der Story wiederum auch hier solche Bosskämpfe, wo ich mir da manchmal überlege, okay, ist jetzt auch nicht die Welt, reißt die Story, der Story-Modus jetzt auch nicht gerade so rum, dass es der Hammer ist. Aber nur gut, es macht doch einigermaßen Spaß. Wiederum ist es genau wie bei Pokémon Tekken DX ein reines Online-Spiel. Und genau das habe ich ja jetzt auch angefangen. Ich werde jetzt online natürlich dieses Spiel ja auch noch spielen und dann auch hochladen. Yeah, Mario. Und ich hoffe, es wird genauso lustig und cool wie Pokémon Tekken DX, weil an sich ist das Spiel wirklich klasse. Es macht mega Spaß und ich bin echt gespannt, wie das wird in Online-Modus und was man da für Gegner dann hat. Man darf gespannt
gespannt sein. Und ihr natürlich auch. Ihr seid dann natürlich herzlich eingeladen. Und ich hoffe, ihr seid, wie gesagt, mit dabei. So, und jetzt, was ist jetzt eigentlich noch? Eigentlich habe ich alle aktiven Spiele hier gemacht. Bis auf die Klassiker. Und zwar das, was eigentlich am meisten Klicks bei mir bis jetzt hat, ist The Evil Within Nummer 1. Es gibt ja zwei Teile. Aber der erste Teil, der hat es irgendwie immer noch in sich anscheinend. Der wird am meisten von mir geguckt. Ich meine, ich persönlich, ich finde die Reihe hammergeil. Also es war wirklich, oder ist immer noch eins meiner Lieblingsspiele, The Evil Within 1. Und, ja, ich weiß nicht, das war einfach heftig. Die Anfangsvideos, die sind natürlich ziemlich alt. Ich hatte dann mal eine Zeit lang, ich glaube, dazwischen eineinhalb Jahre Pause oder sowas. Aber die Anfangsvideo, okay, das waren meine Anfangszeiten. Das waren meine ersten Videos von Let's Plays machen oder Gameplays. Genau. Also erwartet da nicht allzu viel von mir, aber das Spiel selber ist einfach astrein. Da würde ich euch einfach empfehlen, guckt euch das Let's Play an oder spielt es selber, es ist Hammer. Also das hat mich echt fasziniert. Meine Freundin hatte mich dazu gebracht, sie hatte mir das mal zum Geburtstag geschenkt, dieses Spiel, als es neu rauskam, weil sie es unbedingt sehen möchte, musste ich es spielen. Obwohl ich es eigentlich selber gar nicht kaufen wollte. Und somit war das mein allererstes Horrorspiel, was ich gespielt hatte auf dem PC. Und es hat mir so gut gefallen, wie ich das mit meiner Freundin zusammen gespielt hatte, dass ich mir dann überlegt hatte, komm, versuchst du es auf Albtraum, also so gesehen auch schwer, durchzuspielen und nimmst es auf, weil zu dem Zeitpunkt habe ich auch das erste Mal Let's Plays gesehen auf YouTube und es hat mir so gut gefallen, das wollte ich auch machen. Ja, wir sind hier ein Sebastian Castellanos und wachen in einer Horrorwelt auf, wo alles Mögliche uns eigentlich umbringen möchte. Hier sehen wir einen unserer Lieblingsgegner, nämlich den Sadisten, der Kerl mit der Kettensäge. Sehr beliebt. Also immer gehasst eigentlich. Na, und das Spiel, also gerade bei diesen Gegnern wie diesen Sadisten oder gibt es noch andere, die geben einen, egal wer man das Spiel schon kennt und man spielt es nochmal neu. Und ich spiele alles auf Kopfhörer, klar, natürlich, ich mache die Let's Plays dabei. Da kommt es einfach anders rüber und jedes Mal, egal wie oft man das Spiel spielt, bei diesen Gegnern, man kriegt einen Adrenalinstoß wie sonst was. Also so war es zumindest bei mir. Ich habe es auf leicht durchgespielt, auf mittel und auf schwer. Und jedes Mal aufs Neueste, egal, ich hatte Muffesausen bei diesen Gegnern. Hier ist nochmal so eine, die Laura. So ein komisches, ich sag jetzt mal Spinnenvibe. Das ist die Allerschlimmste in dem Spiel irgendwie, finde ich persönlich. Die macht einen richtig fertig von den Nerven her. Und trotz allem den Horror und dem Adrenalinausstoß und den Fehlschlägen, ich bin da so oft gestorben, als es eben auch schwer war, hat sich das Spiel gelohnt. Also ihr könnt es einfach nur mitgucken, mitfiebern. Und denken, nein, warum macht das sowas? Aber wie gesagt, beschränkt es bitte nicht auf die ersten paar Videos. Das waren meine Anfänge, da ist die Qualität auch nicht so gut. Aber es wurde dann auf jeden Fall viel, viel besser. Also finde ich. Ja. Was soll man dazu jetzt noch sagen, außer dass es, wie gesagt, ein gutes Spiel ist? Die Kämpfe sind abwechslungsreich. Man kann nicht einfach, also je nachdem, aber welche Schwierigkeitsgrad man kämpft, wie hier sieht man, habe ich 4 Zombies gleichzeitig angesteckt mit Feuer. Also auf schwer zum Beispiel, das ist so ein Survival-Horror-Spiel halt, auf schwer hat man sehr wenig Munition. Und da muss man sehen, wo man bleibt. Man muss echt improvisieren und denken, wie kann man die meisten auf einmal mit einem Schlag kaputt machen, ohne viel Munition zu verbrauchen. Also man muss schon auch strategisch vorgehen. Mit Schleichangriffen oder halt eben wie das vorhin. Es ist schon echt heftig, aber es macht mega Spaß. Kann aber lang dauern. Und ja, da sehen wir jetzt auch zumindest auch, um welchen Gegner es auf jeden Fall geht zum Schluss. Aber ich zeige euch natürlich nicht das Ende. Das solltet ihr dann, wenn dann, selber bei mir gucken, bei meinen Let's Plays. Es sind einige Videos, aber wie gesagt, es macht Spaß. Oder spielt es, wie gesagt, selbst. Es lohnt sich. Ist momentan auch sehr günstig.
Auf jeden Fall wollte ich es euch auch noch zeigen, weil es ist einfach ein Dauerrenner bei mir irgendwie. Auch wenn ich nicht so bekannt bin, aber das Spiel, das wird echt am meisten angeklickt. Und erfreut sich wohl die meiste Zuschauer. Ich weiß, ich habe das jetzt bestimmt nicht so richtig ausgedrückt, aber ihr wisst, denke ich mal und hoffe ich mal, was ich meine. Okay. Die Szenen dauern noch ein bisschen an. Was soll ich dazu jetzt noch sagen? Auf jeden Fall war ich sehr stolz, wie ich es geschafft hatte auf schwer, denn es ist nicht leicht, wie gesagt. Und ja. Da sehen wir übrigens den letzten Endgegner gerade. Wie man den schafft, das seht ihr dann bei mir beim Let's Play. Wenn ihr doch dann gucken wollt. Auf jeden Fall auch sehr actionreich hin und wieder. Wie man ja sieht und hört. Astralspiel. Okay, also das wollte ich euch jetzt nur nochmal dazu zeigen, weil es einfach, wie gesagt, der Dauerrenner ist. Dann kommen wir eigentlich danach noch zu etwas anderem, was, denke ich mal, auch noch zu einem Dauerrenner werden könnte. Nämlich der erste Teil, der ist, wie gesagt, gut geworden bei mir anscheinend. Und dazu gibt es noch einen zweiten Teil. The Evil Within Numero 2 ist auch noch rausgekommen. Das habe ich Anfang dieses Jahres gespielt, durchgespielt, auch auf Albtraum. Und auch ein hammergeiles Spiel. Bisschen anders als der erste Teil. Da muss man natürlich auch sehr überlegt vorgehen. Es ist, was zur Hölle macht er mit diesem, ja, so teils Open World, teils geleitet. Also man hat so Areale, wo man wirklich kreuz und quer laufen kann und erkunden kann. Und dann wieder Areale, die etwas kleiner sind, wo man dann denkt, okay, so weit Open World ist es jetzt auch wieder nicht. Also es ist so teils. Und dieses Spiel geht mir auf die Psyche. So ein Psycho-Horror. Nicht wie der erste Teil, der hauptsächlich so ein Slasher-Horror war. Wobei Slasher ist ja auch noch ein Stück Teil mit davon. Wie man sieht im Video auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ziemlich krass. Ja, es geht mir auf die Psyche. Also ist echt gut gelungen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Aber auch, ich hatte so ein paar Schwierigkeiten, das da allein zu spielen, sage ich jetzt mal, auf Kopfhörer. Meistens habe ich ja nur abends Zeit zum Aufnehmen gehabt. Und das nimmt einen dann doch so ein bisschen mit, wenn man da abends allein auf Kopfhörer diesen ganzen Klängen und Sound hat und nicht wirklich weiß, was um die nächste Ecke auf einen wartet. Das ist dann natürlich schon so ein bisschen anders und ja, da wird es einem auch ein bisschen anders. Aber das Spiel hat sich auch mega gelohnt. Das haben die Spieleentwickler richtig klasse hingekriegt. Die Story ist einwandfrei, also finde ich zumindest persönlich. Und es lohnt sich dann logischerweise für euch dann auch, mein, oder von anderen, ich hoffe aber trotzdem natürlich bei mir, mein Gameplay hier anzugucken von dem zweiten Teil und mich auch zu abonnieren, falls ihr neu hier seid und das Video gerade seht. Und, jetzt mache ich viel. Ja, mir geht der Redestoff irgendwie aus. Auf jeden Fall war das Spiel auch nicht so leicht auf Albtraum, als auf schwer. Aber ich war auch sehr stolz, wie ich das dann doch geschafft hatte. Und komischerweise ist dieses Spiel hier auf schwer nicht so schwer wie der erste Teil. Also ich bin hier sogar sehr gut im Gegensatz zum ersten Teil und leicht wiederum komischerweise wirklich lebend durchgekommen. Hätte ich auch niemals gedacht, erwartet. Ich hatte gedacht, hier bei diesem Spiel werde ich auch ein paar Mal sterben wie beim ersten Teil. Wobei beim ersten Teil waren es, ich glaube, 123 Mal bis zum Spielende. Hier gibt es leider keine Statistik am Ende. Hier weiß ich nicht, wie oft ich hier gestorben bin, aber eigentlich noch nicht mal die Hälfte vom ersten Teil. Also hier bin ich wirklich sehr wenig eigentlich gestorben dahingegen. Und ja, da merkt man, dass die Spieleentwickler da halt eben was verändert haben zum ersten Teil hin. Naja gut, auf jeden Fall auch eine sehr rührselige Geschichte, Story. Und ein bekannter Gameplayer ist auch mit dabei. Zumindest beim Synchronisieren. Ihr kennt ihn alle unter Gronkh. Ich sehe den jetzt natürlich nicht hier. Aber der spielt hier auch mit seiner Freundin auch an Synchronisierung. Ist ganz lustig. Und ja. Wir schauen uns hier jetzt noch
das Ende an. Was heißt das Ende? Das ist noch nicht zu Ende, das Spiel. Aber das ist die letzte Szene, die ich euch hier von dem Spiel zeige. Und ja, ich danke euch einfach, wie gesagt, für diese 10.000 Klicks bis jetzt. Ich hoffe, ich kommen noch mehr Abonnenten. Ich hoffe, ich kriege noch mehr Klicks. Ich hoffe, es kommt generell noch ein bisschen mehr. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall demnächst erstmal hauptsächlich Pokémon Tekken DX und Mario Tennis Aces online spielen, weil ich da, denke ich mal, die meisten Abonnenten herbekomme. Okay. Ich sollte aufhören zu reden. Ich schwarf nur noch blöd herum. Wie gesagt, vielen Dank. Ihr dürft mir gerne einen Daumen auch da lassen für dieses Kanalvideo. Ist ein bisschen lang geworden, sehe ich gerade. Über 30 Minuten, ups. War eigentlich nicht so geplant. Eigentlich wollte ich nur so ein kurzes Danke-Video machen, aber was man halt so macht, wenn man so ein Video macht, ne? Vor allem, wenn man ein bisschen was zeigen wollte von denen, warum man sich bedanken wollte und wegen was das so gut gelaufen ist die letzte Zeit. Okay, auf jeden Fall, wie gesagt, viel Spaß. Wir sehen uns bei irgendeinem nächsten Let's Play oder hier bei einem älteren, die ihr dann gucken wollt durch die Szene, die ihr hier gesehen habt. Und wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der Kanalseite und auf YouTube generell. Und wir sehen uns. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ach ja, das war von Lyra Gameplays als Hobby. So, das wichtigste Satz von allem. Auf Wiedersehen und tschüss. Vieles sagen.